Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge SnowRunner. Jawohl, ich bin hier auf Land unter. Habe mich hier mal hin geborgen, sage ich jetzt mal. Weil wir müssen hier die Fahrzeugersatzteile holen, was ja ziemlich nervig war, dass wir bis hier hin müssen. Und die sollen wir ja nach Riss bringen. Das habe ich jetzt erstmal vor. Schauen wir mal. Ist natürlich jetzt ein bisschen nervige Fahrerei, aber gut, okay, was sollen wir machen? Hab dann in dem im gleichen Zug dann mal hier dem Tiger einen stärkeren Motor gegeben, den wir freigeschaltet hatten. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass er dadurch viel mehr Schaden aufsammelt. Aber gut, okay. Kriegen wir auch noch bewältigt, denke ich mal. Und das ist jetzt so erstmal der Plan, den ich hier verfolgen wollte. Wenn wir auf Riss sind, Frank, vielen Dank. Du hattest mir ja nochmal einen Tipp gegeben, wo noch ein verstecktes Upgrade ist. Da wollte ich dann, wenn wir es dann schaffen, sollten wir aber eigentlich dann auch nochmal schauen, dass wir da auch nochmal ein Upgrade einsammeln. Kriegen wir dann, denke ich mal, hin. Ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt nicht so... Oh, halt, ich wollte hier nochmal... Oh, ja, scheiß drauf. Wollte eigentlich hier nochmal nachgetankt haben, aber... Wir kommen auch so nochmal irgendwo an der Tankstelle vorbei. Das sollte passen und reichen. Wo war ich gerade dran? Ja, ich gehe mal davon aus, dass wir es auf jeden Fall safe schaffen werden mit dem Upgrade. Ja, und der Rest wird sich dann zeigen, was wir hier machen. Ne? Holzstämme habe ich leider noch keine mehr fahren können, weil ich bin irgendwie noch nicht dazu gekommen. Aber gut, ist egal. Die werden auch noch nebenbei gefahren. Irgendwann, irgendwie. Und der Rest, schauen wir mal, was uns hier noch erwarten wird. Ne? Wir haben ja noch ein bisschen was zu tun. Es sind ja noch ein paar Aufgaben, die wir haben. Von daher, nicht kleckern, sondern klotzen. Zack, schon wieder ein Schaden, ey. Der sammelt übelst viel Schaden auf mittlerweile mit dem stärkeren Motor, habe ich das Gefühl. Also der ist ja jetzt ein Ticken schneller, habe ich. Ja, meine ich zumindest. Und irgendwie, naja. Hoffen wir mal, dass es passt. Da sind wir wieder. Jawohl, sehr schön. So, jetzt müssen wir nach Riss rüber. Ich will nur mal gerade schauen, wo ist der schnellste Weg? Wahrscheinlich hier, ne? Ja, das sieht doch gut aus. Dann fahren wir doch direkt hier lang. Dann würde ich sagen, gehen wir hier direkt tanken. Ne, da fahre ich jetzt nicht lang. Ich mache hier mal den normalen Weg. Hier, hier, dann, warte mal, wo war das? Hier rauf. Ne, genau, ja. Hier rauf, dahin. Dahin und dann hier irgendwie... Da wieder raufkraxeln, dann sind wir auch schon da. Sollten wir doch schaffen, wäre doch gelacht. Dann ist es auch nicht ganz so weit, wo wir hier nochmal über Steinbruch fahren müssen. Das ist auch. Passt mir sehr gut in den Kram, wenn ich ehrlich bin. So, aber hier fahre ich mal eben schnell tanken. Weil, wenn wir schon einmal hier vorbeikommen, nehmen wir da nochmal Sprit mit. Dankeschön. Und weiter geht's. Und machen mal eben dann. Ach komm, ey, echt jetzt. Ja, 1000 Bäume, da mache ich halt keinen Screenshot, dann leck mich doch. Mann, ey. 5 Millionen Bäume, die dir ständig im Weg hängen. Immer meine Screenshot. Strugglei. Damit ich irgendwie ein vernünftiges Thumbnail kriege. Hier, komm. Da, nehmen wir. Zack, reiner. Haben wir das erledigt? Perfekt. Muss ja alles sein, ne? Ja, was ist ansonsten so noch am Start? Eigentlich ist soweit nicht wirklich viel.
Wie gesagt, Donnerstag möchte ich ja da nochmal einen Livestream starten. Da könnt ihr mir nach wie vor noch Vorschläge machen, was wir da zocken sollen. Worauf habt ihr Bock, wenn ihr dabei seid. Und dann schauen wir mal. Wir könnten ja alles Mögliche machen. Schreibt es mir mal in die Kommentare, worauf ihr Bock habt. Und dann schauen wir mal. Wird bestimmt wieder lustig auf jeden Fall. Ich gehe mal davon aus, dass wir so, ja, 18 Uhr starten werden. Ich denke mal, das ist eigentlich ganz gute Zeit. Na komm, fahr. Na komm, gib mir den Lastenjang, weil nervt. Diese nervige Schalterei dann wieder, ne? Wer hätte das kommen sehen? So, dann müssen wir jetzt mal schauen, dass wir hier wieder hochkommen. Ah gut, haben wir ja schon mehrmals jetzt geschafft. Warum sollte das jetzt nicht wieder klappen? Denke ich mal, ne? Und dann sind wir ja auch schon wieder auf Riss. Das ging ja dann doch schneller, als ich dachte. Ich habe erst gedacht, so, oh Gott, ey, jetzt musst du erstmal wieder ganz zurück. Und aber nö, geht. Geht gut klar. So, und jetzt aber hier vorsichtig hoch. Screenshot machen. Und zack. Da sind wir auch schon oben. Perfekt, läuft. Und ab nach Riss. Jawohl. Jo, das sind wir wieder auf Riss. Sehr schön. So, wo müssen wir das Ganze denn jetzt hier abladen? Da hinten bei dem Holzlager. Okay, wie fahren wir da am besten hin? Schauen wir doch mal eben. Genau. Hier ist unsere Tankstelle. Ja, richtig. Dann fahren wir hier einfach wieder runter, geradeaus. Zack, zack. Hier wieder lang den üblichen Weg. Und dann müssen wir... Wo ist das Holzlager? Da unten. Dann müssen wir... genau. Hier geradeaus, da geradeaus. Hier durch den Matsch wieder durch. Sollten wir auch easy hinkriegen. Da lang, da lang. Dann zum Schrottplatz. Genau, hier war ja... Moment, wie war das hier nochmal? Hatte ich hier nicht einen Plan verfolgt? Doch, den Jar da noch hinzufahren, ne? Genau, der, das war der Plan. So, dann hier rum. Hier rum. Darum. Dann fahren wir einmal ordentlich hier rum. Da, und dann sind wir auch schon da. Perfekt, läuft doch. Easy. Und dann müssen wir noch den Jar dahin holen. Kriegen wir hin, würde ich sagen, ne? Gar kein Problem. Kann ich den Jar jetzt eigentlich doch, den könnte ich doch theoretisch jetzt mitschleppen, ne? Dann könnte ich mir doch die Tour sparen. Steht der hier vorne? Haben wir den hier abgestellt? Ich meine ja, ne? Schauen wir jetzt mal. Ich weiß nicht, wo er steht gerade. Wenn der hier steht, an der Tankstelle, dann nehmen wir ihn mit. Warum nicht? Okay, wir sehen sie nichts. Aber eine Tankstelle sehe ich. Zack, nochmal voll tanken. Ne, hier steht er nicht. Wo habe ich den denn abgestellt? Gute Frage. Ja, müssen wir gleich mal gucken. Wo das gute Stück steht.
habe keine Dunst, gerade wo ich den Jar abgestellt habe. Mal im Ernst, wo habe ich den abgestellt? Wo habe ich den hingestellt? Ich weiß es nicht. Egal, werden wir gleich finden. Irgendwo muss er herumstehen. Was haben wir denn als letztes gemacht? Ich glaube, mit dem bin ich zu diesem versteckten irgendwas da gefahren, ne? Ich glaube, das war das letzte, was wir gemacht haben mit dem. Naja, gut, okay, wie gesagt, ich finde ihn gleich, finden irgendwo. Er kann ja nicht weit weg sein, ne? So, das Ortseingangsschild haben die auch wieder aufgestellt, wo ich beim letzten Mal aus Versehen umgenietet habe. Läuft bei denen. Ja, komm, zieh. Überall hier erstmal ein bisschen Mocke hier durch. Na ja, komm, ich will da rüber. Ja. Ja, ja, komm. Oh Gott, was ist ein Stress. Ich wäre wahrscheinlich besser da lang gefahren. Nein. Dann ziehen wir uns doch mal ran hier. Auf entspannt. Genau, so. Ah, herrlich. Juhu, wir haben es geschafft. Eins, nice. Und wir machen mal den Hochgang rein. Ach ja, genau, hier war ja was. Moment. Ja, nicht absaufen, bitte. Danke. Stimmt, hier war ja was. Kaputte Brücke. Und rein hier und einmal durch. Na komm. Zieh, zieh. Hast du schon mal geschafft? Ja, kein. Oh, oh, oh. Ja, kann man machen, ne? Oh, komm, zieh doch mal hier. Ey, diese verkackten Steine schon wieder, ne? Oh, hör doch mal auf, jedes Mal so einen kleinen Strauch da anzupacken. Ey, ist doch nicht wahr, ey. Ja, ein Baum hier, ey. Ey, diese verkackten Steine da wieder, ne? Ey, ich könnte kotzen, ernsthaft. Warum hänge ich denn jetzt hier? Komm, hier gibt's doch bestimmt irgendwo einen dicken Strauch, den ich hier... Ah, der aber auch. Zieh. Mann, ey, ist nicht wahr, ey. Kann hier mal einer die Brücke wieder aufbauen? Wäre nicht verkehrt. Ich würde mich dazu bereitstellen. Und da sind wir auch schon fast da. Halt, Moment, wo lang? Da lang. Wäre ich doch fast falsch gefahren. So, hier nochmal durchs Flüsschen durch und dann sind wir auch schon da. Perfekt. Ging ja schneller als gedacht.
könnte auch, glaube ich, hier durch die Pampa fahren. Ne? Oder gegen den Baum. Ich nehme den Baum. Da sehe ich mich komplett. Einmal hier rum und dann. Ey, schau weiter. Sind wir auch schon da? Nice, sehr schön. Geil. Guten Tag. Sie erwarten Fahrzeugersatzteile. Dann hier, bitteschön. Vielen Dank, das dürfte mehr als ausreichend sein für kleinere Reparaturen an den Fahrzeugen und an der Station selbst. Yeah! Yeah! Nice, sehr schön. Ja, geile Sache, haben wir das auch erledigt. Perfekt, so jetzt muss ich nur mal gucken. Wo habe ich den Jar abgestellt? Was steht denn der da? Ey, was? Ey, der stand doch da? Alter, den habe ich nicht gesehen, ne? Den, Alter, echt jetzt? Den habe ich original nicht gesehen, wie der da stand. Ey, ist doch nicht mein Ernst, oder? Oh mein Gott, ey, ich glaube, ich sollte mir mal eine Brille besorgen oder sowas, ey. Irgendwie bin ich voll blind wie ein Maulwurf. Alter, da habe ich da nicht stehen sehen, ehrlich nicht. OMG, ernsthaft. Gott, ey Junge, ich glaube, das schneide ich raus, Junge. Das ist ja peinlich. Alter Schwede, ey. Den habe ich da absolut nicht stehen sehen, ne? Alter, wie kann man so blind sein, ey? Ernsthaft. Das funktioniert ja gar nicht. Naja, gut, okay. Huch. Ja, moin. Da muss ich aber jetzt ganz dringend los, ne? Alter Schwede, ey. Ich sollte wirklich was... Also... Irgendwie so mal einen Augencheck machen, wäre vielleicht nicht schlecht. Was sehen Sie hier? Ein Kreis? Das ist aber ein Viereck. Ich sehe einen Kreis. Junge, 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 ey, also ganz ehrlich, ey, so dämlich kann doch kein Mensch sein, ey. Naja, gut, okay, ist jetzt so, dann müssen wir jetzt trotzdem mal, weil ich wollte den ja hier hinfahren, also, da auch da hinfahren, weil ja da noch der Anhänger steht. Und ich wollte ja den Tankanhänger da noch nicht wegholen, weil ich davon mal safe ausgehe, dass ich da unbedingt nachtanken sollte. Auch wenn ich ja schon noch Schipperdick oben auf dem Dach habe. Aber wenn da schon ein Anhänger steht, ne, warum nicht? Können wir das auch so machen. Ja, und dann würde ich sagen, fahren wir mit dem Panzer mal zu der Stelle, da mit dem versteckten Upgrade. Das hattest du mir ja auch gesagt, geschrieben, Frank, ne? Dass ich da vielleicht den Panzer öfters mal benutzen sollte. Ja, gebe ich ja recht. So, jetzt hier wieder durch. Oh, ich umfall mit. Oh, der Jar läuft ab. Und ich peile schon wieder diesen Kackstein an. Jawohl. Ey, da komme ich voll nicht drauf klar, ne, dass ich da, dass ich den nicht da stehen sehen habe. Junge, 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 ey. Kommentare incoming. Naja, ich werde alt.
Vor allem, ich bin ja auch noch da stehen geblieben und habe ja auch noch geguckt. Trotzdem habe ich nicht gesehen. Wie ein Maulwurf. Ich sollte mich umbenennen, sonst schreiben wir den der Maulwurf. So, reicht das hier eigentlich? Das reicht eigentlich sogar noch für zurück, ne? Na egal, jetzt sind wir mal hier, jetzt tanken wir auch nach. Das nehmen wir jetzt mit, ne? Das könnte man nicht da machen, dann sehe ich vielleicht auch was. Hiha! So, zack, und nachtanken. Ja. Und einmal rückwärts. Tada! Ja, haben wir das wenigstens schon mal erledigt, ne? Zumindest schon mal soweit vorbereitet, würde ich sagen. Dann können wir nämlich statt die Chance hier dranhängen. So, zack. Anhänger an Kupplung, danke schön. Und dann fahren wir einmal wieder in die Richtung hier. Sollen wir da schon mal zurückfahren oder sollen wir... Moment, ich mache das jetzt mal gerade kurz anders. Motor abstellen. So, Moment, jetzt hattest du mir gesagt, bei der... Wie hieß das? Wettkampfkartierung. Kartierung von Erdrutschen, das war ja hier. Und da hattest du geschrieben, hat gesagt, links und rechts ein Felsen. Das müsste ja dann hier irgendwo sein. Richtig? Würde ich sagen, warte mal, wo haben wir den Panzer stehen? Der steht hier, das ist gar nicht so weit weg, das ist aber noch praktisch. Und wie kommen wir denn da hin? Ah, da. Okay. Ja, dann rein in den Tustatarin. Hinein. So, ist der voll? Der ist voll, sehr schön. Und es wird dunkel. Finde ich jetzt nicht so geil. Machen wir schon mal auf 6 Uhr morgens, dann kann die Zeit da schon mal laufen. Quatsch. So. Und so. Und hier rum. Dann fahren wir hier einmal der normale Weg lang, ne? Zack. Und hier soll irgendwo ein Upgrade sein. So, warte mal. Bei der Kartierung, dort geht es rechts eine Böschung runter, hast du geschrieben. Das wäre hier. So. Und dann hast du geschrieben, man kann durch den zwischen den Felsen durchfahren. So, zwischen den Felsen wäre hier. Also gehe ich mal davon aus, dass wir hier irgendwo dieses Upgrade finden werden. Wir fahren mal hin, wir werden es finden. Gehe ich safe von aus. Nimm mal das Bäumchen da weg. Und dann schauen wir doch mal. Sollte doch zu finden sein, die Nummer. Der fährt wirklich überall durch, ne? Voll krass. Ich habe die Tage, habe ich wieder auf Facebook, hatte ich ein Video gesehen, oder das ist mir angezeigt worden. Auch wieder so von so russischen Militärfahrzeugen, boah, da war so ein Teil, Junge, das ist sowas von durch alles gefahren, ey, so tief, da guckte nur noch das Fahrerhäuschen oben aus dem Wasser. Ist so krass, Junge, ey. Was die da gebaut haben, ey, mega nice. Die hält echt gar nichts auf, ey. Fand ich mega beeindruckend. Ich glaube, wenn ich da drin gesessen hätte, hätte ich Angst gehabt, aber hey. So, hier sind wir schon bei dieser Kartierungsaufgabe. Und dann wäre hier die Böschung runter, ne? Ja, fahren wir nochmal.
wäre hier. Richtig? Oder haben wir die schon, haben wir das schon gesammelt? Ah, hier, Moment. Das haben wir schon, ne? Das wäre dann hier. Ne, das haben wir schon eingesammelt. Oder sehe ich hier irgendwo einen gelben Kreis? Ne, ich sehe keinen gelben Kreis. Ne, dann hatten wir das schon gehabt. Dann. Ah, ne, Moment. Richtig. Bin ich ja nicht von hier gekommen? Hatte ich das nicht in der letzten oder vorletzten Folge gemacht? Dann sind wir noch hier runtergekommen. Da war doch irgendwas. Ja, doch. Kann man stehen. Stell mal Mutter auf. Ja, doch. Ich erinnere mich. Vage, aber ich erinnere mich. Ja, da haben wir das dann doch schon hier erledigt. Das ist doch schon mal nice. Was haben wir denn hier noch für Aufgaben? Hier ist nur noch dieser Wettkampf. Was? Nee. Lieferung von Bohrausguss. Okay. Da kann man nichts mehr machen. Moment. Staunässe, ein großer Teil. Okay, hier sind Testflug, sind auch Stämme. Bäh. Diese Geoforschung müssen wir noch an Start bringen, ne? Wo wird, Moment, was hatten die geschrieben? Genau, unweit des Steinbruchs. Ja, richtig, da war ja noch was. Okay. Ja, da müssen wir dann mal schauen. Und wie war das jetzt? Warte mal, von hier. Genau, komme ich ja gar nicht nach Zimnigorsk. Also müssen wir eh zurück nach Steinbruch. Au, Knacke. Wir müssen zurück nach Steinbruch. Um dann Zimnigorsk freizuschalten, beziehungsweise mal zu entdecken. Dann können wir eigentlich jetzt hingehen. Warte mal, das ist. Was steht denn hier noch für ein Anhänger? Was steht auch noch so ein drittes Ding, ey? Oh Gott, ey. Ey, hier stehen überall so scheiß Anhänger, ey. So nervig. Wo stehe ich jetzt da? Dann haben wir hier noch die kleinen Anhänger. Überall nur so kleine bescheidene Anhänger, ne? Ich glaube, oder ich hoffe mal, dass wir dann auch alle Anhänger haben, ne? Moment, da steht auch noch jetzt. Was ist das denn? Was haben wir denn da? Ist das noch ein Anhänger, den wir noch schleppen können, oder ist das so? Oh, da wollte ich jetzt nicht drauf. Hallo, ich will auf die Karte. Verdammt, wo war das jetzt? Wo war das jetzt? Naja, den Anhänger werde ich wohl nie wiederfinden. Aber war das jetzt. Ich meine, ich muss da nochmal schauen dann. Hier, ah ne, das ist der, okay. Die haben wir da stehen, das ist auch okay. Hier steht auch noch einer. Nee, ist ein Gastank, der steht da nicht. Ah, da ist das Ding. Ist das ein Anhänger, den ich ziehen kann? Den ich da wegholen kann oder nicht? Kann ich mir diese Stelle merken? Wahrscheinlich nicht, ne? Das würde mich mal interessieren, ob ich den da wegziehen kann. Da müsste ich auch nochmal vorbeieiern. Ja, dann fehlen mir eigentlich noch die Anhänger hier, ne? Dann müssten wir die Map hier freiräumen. Dann wären wir ja hier auf der Map quasi fast fertig, so gesehen, irgendwie. Da steht auch noch so ein Ding. Kann man die da wegziehen? Oder sind die fest? Sieht jetzt nicht so. Ich meine, da hat eine Deichsel dran. Die sehen aber jetzt nicht so aus, als würde man die wegziehen können. Das ist nichts. Gute Frage. Nächste Frage. Da würde ich euch fragen.
Wollen. Wollen, wollen, wollen. Ja, was machen wir denn jetzt da am besten? Da bleibt uns ja eigentlich nichts übrig, außer erstmal dann rüber zu fahren, ne? Ja, dann würde ich sagen. Nee, halt. Rein in den. Ja, nehmen wir den Jar erstmal. Fahren den schon mal rüber. Er ist jetzt ein bisschen. Ja, nennen wir es mal blöd. Warte mal, von wo bin ich denn jetzt gekommen? Ist jetzt natürlich ein bisschen ja, dumm, dass wir jetzt hier überall erstmal alles wegfahren müssen. Kann ich eigentlich nicht hier querfeld einfahren? Schauen wir mal. Dann nur darüber, dann wäre ich ja schon quasi da. Weil ja, aufgabentechnisch ist ja jetzt hier sonst nichts mehr. Und jetzt haben wir die Fahrzeuge hier stehen. Jetzt müssen wir ja eh erstmal darüber wieder, ne? Also von daher. Ist natürlich jetzt nicht ganz so spannend, was wir jetzt hier noch zu tun haben. Aber gut, gehört auch dazu. Von daher. Scheiß drauf. So, hier, zack. Können wir abkürzen, ey. Läuft doch. Aber schon mal wieder Zeit gespart. Und auch Weg gespart. So, dann hier runter. Aber wenn er nicht so einen Wendekreis hätte wie sonst was, ne? Nicht daran zoomen. Kein Mensch hat vom Ranzoom gesprochen. Ich will nur einfach nur einen Screenshot machen, Mensch. Aber es geht nicht. Zu viele Bäume, zu viel Müll. Egal. Wow. Ja, auf geht's, ne? Dann müssen wir halt jetzt erstmal hier so ein bisschen aufräumen. Bleibt besonders übrig, nix. Leider nein, leider gar nicht. Natürlich nervig. Also die Anhänger, die hätte ich schon gerne. Kann ich eigentlich, ne, kann man bestimmt nicht, ne? So einen kleinen, obwohl ja gut, krieg ich ja sowieso nicht drauf. Vergesst es, ich habe nichts gefragt oder nichts gesagt. Die Idee war gerade von mir, hier so einen kleinen Tankanhänger hier auf den drauf zu schnallen, aber den kriege ich ja sowieso nicht da oben drauf. Ich habe ja keinen Kram. Ja, und das ist natürlich jetzt echt ziemlich dämlich, ne, wenn ich jetzt erstmal hier aufräumen muss. Weil das sind halt auch so viele Anhänger, die hier rumstehen. Warum stehen hier so viele Anhänger rum? Und vor allem, warum alles so kleine? Voll unnötig. Und dann müssen wir noch Sim de Gaulle. Ich will ja eigentlich. Schreibt es mir mal in die Kommentare. Soll ich das in Videoform mit reinpacken, während ich hier die ganzen Anhänger rauspiddle? Aus Riss? Oder soll ich einfach das Offscreen machen? Und wir sehen zu, dass wir nach Sim de Gaulle rüberkommen. Ihr hattet mir ja schon mal irgendwann mal geschrieben, ja, es gehört zum Spiel dazu, lass es ruhig im Let's Play drin. Würde mich einfach mal interessieren, ob ihr immer noch der Meinung seid, weil, ne, großartig Spannung wird hier nicht gerade aufgebaut dadurch, ne, also. Da überlasse ich die Entscheidung mal euch. Weil jetzt ist es ja eigentlich nur rüberfahren. Und danach Sim de Gaulle rüber, damit wir da dann dementsprechend weitermachen können. Das Ding ist, ich muss ja echt hier mehrmals hin und her fahren, ne? Weil das sind ja so viele. Vor allem, das sind ja alles Scout-Anhänger, ne? Das ist so. Boah, ey. Vor allem, wofür stehen die alle hier rum? Ich meine, gut, okay, ne? Wir machen Kohle.
kann man ja gebrauchen, warum nicht, ne? Aber hier stehen ja auch noch mal zwei da. Wo ist er? Da hinten irgendwo steht der. Und hier steht schon einer. So, dann haben wir da vorne noch einen stehen. Ist ja mal mega traurig. Da weißt du halt auch irgendwie. Nee, halt. Da weißt du auch gar nicht, wo du da am besten, was du zuerst machen sollst. Weil jetzt nach Shindelgorsk zu fahren, ohne die Anhänger hier mitzunehmen, ist ja auch kompletter Schwachsinn. Das hat ja auch mal gar keinen Sinn so. Deswegen, schreibt es mir mal bitte mal in die Kommentare, soll ich es halt mit in Videoform mit reinbringen oder soll ich das... Sagt ihr so, ja, nee, so spannend ist jetzt nicht. Keine Ahnung, zieh das irgendwie so mal offscreen durch. Hol die Anhänger rüber. Und fahr das in die Gorsk rüber. Ey. Ich könnte es komplett nachvollziehen. Die einzige Spannung, die ich jetzt noch erzeugen kann, ist hier mit dem Anhänger dadurch einen scheiß Fluss zu fahren. Das ist ein bisschen ja, blöd, ne? Aber gut, okay. Wie gesagt, gehört halt auch mit zum Game, ne? Ich meine, wenn wir die ganzen Anhänger verkauft haben, haben wir ja auch wieder ein bisschen Kohle zusammen gescheffelt. Ist ja auch okay. Ah. So. Jetzt fahren wir wieder hier runter. Kürzen mal die ganze Geschichte ab. Warum will ich jetzt unbedingt da lang fahren? Man weiß es nicht. Es ist egal. Mein innerer Monk hat gesagt, fahr durch diese Bäume. Auch wenn das dumm ist. Aber hey. So. Und jetzt wollen wir mal schauen, dass wir den Anhänger hier durchgezogen kriegen. Wenn ich jetzt hier wieder irgendwo ein Stein nämlich auffällt. Ja, sag ich doch. Hätte das gedacht. Tun wir mal die Winde und dann hätte ich gerne den Baum da vorne und nicht den Mist hier neben mir. Ist das ein Baum? Was davon ist der Baum? Ich hoffe mal der. Jawohl. Sehr gut. Wie gut, dass hier Bäume stehen. Kriegen wir jetzt hier mal einen vernünftigen Screenshot. So, jetzt der Baum mit drin, ist mir jetzt egal. Dann haben wir halt ein bisschen Natur mit im Thumbnail. Boah, Leute, wieder kalter Kaffee am Start. Könnte ich echt in Tränen ausbrechen. Wollen wir mal hier Lastengang, damit das hier mal irgendwie vorwärts geht. Ah, komm, zieh. Zieh! Du hast einen stärkeren Motor drin. So, hier ein Mock, ey.
Hier könnte ich nicht leben, ne? Meinst du, kommst morgens frisch geduscht aus deiner Bude raus und zack, stehst direkt in so einem Mock. Na moin, ey. Kannst dich direkt in so eine Pfütze legen und baden, ne? Mmm, lecker. So, mit dem würde ich jetzt, glaube ich, direkt durchziehen. Zum Anhänger-Shop. Ist halt auch das Nervige, ne? Wir müssen da noch dann... Ich würde sagen, relativ weit zum Anhänger-Shop fahren. Hey, da steht der Panzer. Ist ja auch noch das Blöde, ne? Dass wenn wir auch auf Steinbruch dann noch relativ weit fahren müssen, um die Anhänger dann abzuliefern, ne? Und dann noch mit den ganzen kleinen Anhängern. Ach du Schande. Also ich glaube, das werde ich dann... Ich glaube, die Entscheidung ist eigentlich quasi damit gefallen, ne? Das Offscreen zu machen, eben die Anhänger da alle rüber zu karren, ey. Das sind einfach zu viele, ey. Das sind safe zu viele. Aber ich muss ja allein schon... Allein schon hier fahre ich ja viermal hin und her und das sind ja noch nicht mal alle, die ich hier eingesammelt habe, also die jetzt hier rumstehen, ne? Ist ja noch einiges an Tour zu fahren, was wir hier dann haben. Ich glaube, das mache ich wirklich irgendwie offscreen und denke mir so, jo, der Truck ist vollständig repariert, das finde ich gut. Und ziehe dann einfach durch, so, und dann müssen wir dann gucken, dass wir dann in der nächsten Folge irgendwie dann nach Simnegorsk kommen. Alles andere macht ja irgendwie gar keinen Sinn. Aber wie gesagt, schreibt es mir trotzdem mal in die Kommentare. Wie seht ihr das? Was würdet ihr da gerne sehen? Hier steht ja auch noch einer. So viel Sprit kann ja kein Mensch verfahren, wie viele Spritanhänger hier rumstehen. Und die Frage ist halt wirklich, habe ich dann auch alle? Also zumindest alle, die mir angezeigt werden. Ich hoffe, dass ich alle entdeckt habe. Wenn ich nochmal Safe Food an vorbeifahren wollen würde, ist dann auch nochmal an diesen zwei Anhängern, die ich ja eben gesehen habe. Das jetzt feste sind, aber das könnt ihr, wenn ihr es wisst, könnt ihr es mir gerne in die Kommentare schreiben. Jo, so, hier stehen wir da richtig gut. Nice, so, wo haben wir hier den Anhänger-Shop? So, da müssen wir ja bis dahin fahren, ne? Das ist ultra weit, wie ich finde. Und das, ja, ich weiß es nicht, ne? Also ich sehe mich da, wenn ich ehrlich sein darf, ich sehe mich da nicht, das in einem Video reinzupacken. Sage ich ganz ehrlich. Also wir müssen ja auch noch, beziehungsweise ich muss ja noch hingehen und muss ja den, welchen nehmen wir da? Den Kolob, glaube ich, nehmen wir. Und dann hier muss ich ja hier diese seismografische irgendwas dann noch machen. Das müssen wir hier auch noch machen. Langsam. Langsam. Ja, nein, nicht umfallen. Sehr gut. Jetzt schnell. Schnell.
Herrlich. Genau. Ja, und den müssen wir jetzt eigentlich nur noch nach Dingens bringen. Das Ding ist, brauche ich einen so einen Anhänger wieder auf Zimnegorsk? Ich weiß es nicht. Muss ich jetzt auch gar nicht weiß, wo bin ich denn hergekommen von da. Von hier sind wir gekommen, I think. Da unten steht ja auch noch irgendwo ein Anhänger rum. Ah, da steht dieser Wohnanhänger. Ah, das sind so Wohnanhänger, ne? Warte mal. Bleib mal stehen. Da, der hier. Der steht vor so einer Pfütze. Und das ist dieser rote da, ne? Den wir jetzt da oben links im Bild sind. Und die kann man wohl nicht abschleppen. Schätze ich mal. Oh. Gehe ich mal von aus jetzt. Das heißt, also die brauchen wir eigentlich nicht einzusammeln. Dann können wir die beiden da jetzt auf Riss dann auch dementsprechend ignorieren. Und sind es keine Anhänger an sich, sondern so Wohnen. Anhänger. Containeranhänger, was weiß ich. Ja, passt ja dann. Ja, dann würde ich sagen, fahre ich das Ding jetzt hier erstmal weiterhin zum Anhänger-Shop und dann müssen wir mal schauen. Wie gesagt, schreibt es mir mal bitte in die Kommentare. Soll ich das einfach in einem Let's Play weiterhin durchziehen? Ja, nein oder vielleicht? Von wegen, ja, nee, uninteressant. Fahr das so mal im Offscreen. Bin ich denn jetzt hier gelandet? Fahr das mal Offscreen und ja, wir machen dann mit einem vernünftigen Let's Play auf Zimnegorsk weiter. Das würde mich ja nicht nur interessieren, das würde uns alle weiterbringen, glaube ich. Deswegen, ach ja, dann mach so, ist mir egal. Würde ich sagen, machen wir jetzt hier erstmal wieder Folgenende, weil ne, wir sind eigentlich quasi schon mehr oder weniger drüber wieder über die Zeit. Und ja, war jetzt halt heute nicht viel zu tun, ne? Also da war jetzt einfach nicht mehr allzu viel auf Lust zu erledigen, was wir zu erledigen hatten. Ah, egal, ist ja auch soweit. Hat ja auch soweit geklappt alles. Dann würde ich sagen, ich bedanke mich fürs Zusehen. Hoffe, euch hat die Folge dennoch gefallen. Wie immer gerne kommentieren, Däumchen nach oben da lassen. Natürlich auch gerne ein kostenloses Abo. Vielen, vielen, vielen Dank. Ein Abonnent fehlt noch, dann haben wir die 900 Abonnenten erreicht. Jawohl. Was ich immer noch nicht glauben kann. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.